Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der ersten Folge von Little Hope, dem zweiten Spiel der Dark Picture Anthology. Also, stürzen wir uns rein. Das erste war ja eher mau vom Horror her, ne? War ich ein bisschen erschrocken, habe ich mir auch. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir starten. Und ich hoffe, wir haben jetzt Sound. Nicht, dass wir das Soundproblem haben. Okay. Wir fangen natürlich neu an. Wir machen normal. Okay. Mein Licht muss doch aus. Du meinst das hier, das hier, das? Dann seht ihr mich ganz schlecht ohne das Licht. Dann ist das nur halb so gruselig. Diner am Straßenrand. Gegenwart. Ich könnte das andere Licht doch ausmachen, aber dann sitzt ja meine Katze auch im Dunkeln. Das wäre eher traurig. Und wer sagt, dass Katzen gut im Dunkeln gucken können, ne? Das muss gar nicht stimmen für alle. Okay, wir sind scheinbar der Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Freund. Eine sehr ruhige Tour, er sitzt ganz allein drin. Jetzt geht's los. Ein Polizeiauto, okay. Noch echt gute Laune, ja. Mal sehen, wie lange. Aber irgendwie sehen die Figuren alle gleich aus, oder? So von Spiel zu Spiel. Ist immer so. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Danke fürs Anhalten. Oh, wir haben Ton. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Da saß doch keiner. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Saßen da Leute im Bus? Ich habe keine gesehen. Echt unsichtbare Leute. Spooky. Ach, die Musik reicht mir schon. Die Musik reicht mir schon. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Da poliert jemand seine Medaille. Bist du nüchtern? Das ist genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Okay. Also, das ist der falsche Weg. Dauert schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, hey. Bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Ja, das soll man nicht machen, ne? Man soll immer draufhalten. Egal, was auf der Straße steht. Notfalls abbremsen, aber... Nicht mal das, oder? Gas. Yes. Mal durchdrücken, Gaspedal.
Hätte es nochmal umgefahren. Ach, guck mal, da gab es noch Schnee. Ha, muss ja lange her sein. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Er hat sie gebremst? Du hast für nichts den Nerv. Hä? Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Ist sie ein Auto? Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Okay. Willkommen bei Berlin Tag und Nacht. Hier im Brennpunktviertel. Oder Harz oder herzlich. Nicht heute. Bloß nicht. Bonnie Tramp. Oh, da sind noch mehr Kinder. Haus der Clark-Familie. In letzter Zeit ständig. Oh, ist uns egal. Tanja ist immer zu spät. Nee, nicht wirklich. Erst seit sie ausgeht mit ihm. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Phase. Als sei er in einer irren Sekte. Er war Schmitt letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp. Passt du wohl auf die Platte auf? War keine Absicht. Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Wir sind auch in Zeiten vor dem Internet, ne? Krass. In dunklen Zeiten vor dem Internet. Kurz nachdem das Feuer erfunden wurde. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Ah, das ist der Teufel. Wie läuft's? So wie er von ihm gesprochen hat, ja, könnte der Teufel sein. Wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Er ist besoffen. Halt, stopp! Ah! Dann. Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey! Mehr Respekt. Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Die er mit seinen 16 Jahren hat, okay. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Er ist ein Idiot. Heute ist er sogar noch nerviger als sonst immer. Was für ein Idiot. Sonst noch was Neues? Aber die Animationen sind so ein bisschen Horror, oder? Sind jetzt ganz okay, aber... Hey, Dennis! Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz! Oh, sie hat eine Voodoo-Puppe. Hey! Spinn hier nicht so rum! Die erinnern mich so ein bisschen. Oh! Himmel! Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Das nicht stimmt. Jetzt, Megan.
Ich möchte meinen Vollbart genießen. Okay, die Tochter ist um diesem böse. Irrenhaus kurz zu entfliehen. Ein Vollbart? Da wird die Wanne noch voll gemacht. Können wir uns ja leisten. Hallo Andy, willkommen. Oh, sie hat einen Schlüssel. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist fast die gleiche Frisur wie ich, kann jetzt sein. Ich finde sie. Hier, der Typ da? So ein bisschen? Können wir jetzt auch noch irgendwann mal spielen oder haben wir jetzt hier nur... Ah, okay. Wir haben einen Popel gefunden. Nein, Streichholzschachtel. Okay. Doch kein Popel. Weißt du, die kochen noch mit Gas? Ja. Keine Gaskrise. Ach, hier wieder. Also die Minispiele haben sie nicht verändert, wie es aussieht. Ist er tot? Ah, nee. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Okay. Schon okay. Tanya sieht gerade nach ihr. Ja, alles so ein bisschen. Wir könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Danke. Nett. Der wird Vater des Jahres. Such nach Tanya. Tanya. L1, schneller gehen. Ach, diese Kameraperspektiven immer. Ist sie rausgegangen? Nein, niemand verlässt das Haus. Was ich sagen wollte, die Familie erinnert mich ein bisschen an die Familie aus Resident Evil 7. Die waren irgendwie auch so komisch. Megan Clark. Ah ja. Wow. Megan steckt tiefer in der Scheiße als gedacht. Mhm. Das ist ein Ding. Schlechte Noten. So. Douglas hat noch was? Nee, ist nur das Feuer. Verdammte Scheißuhr. Oh mein Gott, die Uhr, die schlägt. Hier sieht's auch aus wie bei Resident Evil. Vielleicht der gleiche Architekt. Daraus wird ja keiner gegangen sein. Oh, ist echt alles abgeschlossen. Ja, vielleicht ist das hier Resident Evil. Die Vorgeschichte. Sind wir hier schon wieder? Ach, ich hätte gerne eine Karte. Hey, Tanya! Bist du hier? Wie geht's Megan? Weiß ich nicht, ich hab sie nicht gefunden. Seid gefälligst still. Ich versuch zu schlafen. Das hast du davon. Don Röschen erwacht. Vergiss ihn, finde Megan. Bin doch schon dabei. Tu mir einen Gefallen. Hör für ein paar Minuten auf, rumzuschreien. Ich brauche ein bisschen Ruhe.
Ach, als ob ihr hier die Ruhe bewahren würdet. Hör mal, Witzbold. Ich hatte einen harten Tag. Was soll denn der ganze Zirkus? Nur schnell nach Tanya und Megan sehen. Viel Glück dabei. Megan ist leicht schwierig. Ja, die Dialoge sind ein bisschen... Anthony, wo zur Hölle bist du? Besonders. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Dachte, sie sucht Megan. Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanya! Oh, war das gerade Freddy Krüger? Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Oh nein, die Puppe brennt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Wäre jetzt beim Zerankochfeld nichts passiert, ne? Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Schon. Megan! Ihr nehmt es so richtig mit. Ja, oh, die Küche steht in Brand. Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Na, vielleicht sollte sie springen. Fällt aus dem Fenster. Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Hey, Dad! Hey, Dad! Ich krieg keine Luft! Also schlau waren sie jetzt alle nicht, ne? Was für eine Feuerzeile. Tanya helfen, Megan helfen. Komm, wir helfen, Megan. Tanya, warte! Ich muss Megan holen! Anja kann nur alleine da runterspringen. Megan! Ah, oh, zu spät, okay, cool. Jetzt kann er Tanja helfen. Sie geht ins Haus? Da brennt es. Also wer ist denn so dumm, bitteschön? Ärgerlich. Ah. Ihr war kalt. Kommt der Nachbar an und denkt sich, was ist hier los?
Mom! Mom! Ja, es ist zu spät! Aber was sagt man dazu? Ja, Brandschutz geht alle an. So viele Tote. Ja. Also ich konnte jetzt 2 Sekunden selber spielen. Vielleicht auch 3. Das aber da. Der Kurator, der. Na, der da halt. Bestimmt irgendein Schauspieler dahinter, den ich nicht kenne. Vielleicht Caitlin Spoonheimer oder Alan David. Passiert, hättest du Tanja gerettet. Ich vermute mal, das Ergebnis wäre das gleiche. Meistens suggeriert das Spiel ja nur, dass es große Unterschiede macht. Wäre denn Megan einfach so verbrannt, ohne... Und Tanja wollte ja da nicht runterspringen. Von den 2 Metern. Lieber so verbrannt. Ja. Alle tot, Spiel vorbei. Schön, dass er da war. Oh, hat einen Kompass. Der Jack Sparrow Kompass. Also, das Intro ist bis jetzt am besten, oder? Hallo. Und willkommen zurück. Aha. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ganz anders als die letzte. Na, ein Glück. Was richtig geil gewesen wäre, hätten sie hier Jonathan Frakes genommen von X-Factor. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Achso, wir können leider doch noch nicht Schluss machen. Sie ist unvollständig. Nein. Und Ihre Entscheidungen vollenden Sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Der Kurator. Ja. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Yippie. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Was der Nachbar nicht gestorben? Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf? Oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch, ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun,
Nicht, um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Eis? Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Das heißt, wir können ein Eishockeyspiel ausmachen? Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Die Tassen sind immer noch bei... Ich mag schöne Beerdigungen. Sind immer noch bei 8 Euro. Wir könnten natürlich auch versuchen, wirklich alle umzubringen, ne? Aber fraglich, ob das Spiel ein Ende hat. Ah, das Wetter, das Wetter passt. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch, wir. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Oh, dazu fällt mir gerade was ein. Da erzähl ich euch gleich. Ach, das war der Freund von Tanja, ne? Haben sie die jetzt alle in einem Loch verbuddelt? Weil da war ja nur ein Sarg, oder? Gut, nach dem Feuer hätten sie reingepasst, aber... Er lebt noch. Andrew, 18 Jahre alt. College-Student, ängstlich, distanziert. Ach, jetzt sind wir wieder beim Bus. Ha. Taylor, 22 Jahre alt, College-Studentin, eigensinnig und... Fällt euch was auf? Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Fällt euch was auf? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen. Sofern du das hinkriegst. Mach mal halblang, du Held. Telefonieren klappt nicht. Kein Empfang. Versuch's nochmal. Arschloch. Ich hoffe, das hier kommt an. Hey, Andrew, Kumpel. Wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst... Ich kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Ja, bleib hier, wir gehen alle. Der Busfahrer ist weg. Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Ja, dann. Daniel, 20. Liebenswürdig und rechtfertigend. Fuck! Wo ist mein Handy? Da stöhnt jemand. Angela. Erwachsener Student. Manche studieren ihr Leben lang, ja? Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, du Daniel? Lebst. Die kennen sich auch alle. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht.
Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ah, dann bleib unten. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey, Taylor. Komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Ha, gleich richtig das, aber es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Stimmt nicht. Wenn wir bleiben, kommt früher oder später jemand hier lang. Was ist dein Problem? Alles gut, okay? Ich gehe einfach nicht gerne im Dunkeln spazieren. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Vielleicht hat er sich ja am Kopf verletzt und irrt jetzt durch die Gegend. Gut, dann bleibt ihr halt hier. Ich gehe allein. Wiedersehen. Hey, Professor! Er ist Professor, oder? Oh, mein Kopf. Bleibst du hier? Ich will nicht allein warten. Er hat schon recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ich habe auch kein Netz. Ist wohl ein Funkloch. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Hast du den vom Unfall? Ach, glaub schon. Tatsache. Blutfleck? Nee, kein Blutfleck. So. Das heißt, es sind jetzt wieder 5 Leute, genau wie im Haus. Und die sehen auch sehr, sehr ähnlich den damaligen Hausbewohnern, ja? Also haben sie entweder versucht, Geld zu sparen mit, wir nehmen einfach die gleichen Modelle, oder das sind ihre Reinkarnationen. Deswegen war jetzt auch die Tochter zu sehen. Weil sie sich an einen rächen will vielleicht, oder? Na, mal sehen. Wir werden es herausfinden, aber erst beim nächsten Mal, denn diese Folge ist hiermit schon vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier geht's wie gewohnt demnächst weiter. Und bis dahin, macht's gut und bis bald.